Freunde und Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in deinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit einem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir am Start seid. Und ja, nach einer ganzen Weile sehen wir uns endlich wieder, Freunde, beziehungsweise hören uns wieder. Braucht auf jeden Fall mal so eine kleine Auszeit, war so ein bisschen, ja, geflasht irgendwie von YouTube, so eine kleine kreative Pause. Ich habe auch ziemlich wenig gezockt, was Call of Duty so anging. Hab da mal ein bisschen auf meiner Xbox gespielt, ja, die ist ja auch so ein bisschen am Verstauben, beziehungsweise die Xbox One. Und, hab da ein bisschen Division gespielt, und ja, so ein bisschen die Zeit vertrödelt, Freunde. Und dann war schon ratzfatz eine ganze Weile um, ohne dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe, Freunde. Und das will ich mit diesem Video ja ändern, Freunde. Ihr habt es auf jeden Fall schon in der Thumbnail gesehen, dass es sich hier um Visca Barca handelt, Freunde. Und normalerweise hatte ich es in der letzten Zeit immer so gehandhabt, dass ich das Emblem auf jeden Fall irgendwo in diesem Do You Know Him Projekt verpacke, Freunde. Das heißt, ich lasse das Emblem so nach und nach aufbauen und erzähle euch ein bisschen über den YouTuber und ihr ratet dann so ein bisschen mit und schaut da mal so auf die Zeit und ab wann ihr es ungefähr erraten habt, das schreibt ihr mir meistens so in die Kommentare und lasst mir natürlich eine Bewertung da. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch immer als Tutorial benutzen, Freunde. Und so habe ich das in der Zukunft immer gehandhabt. Also in der letzten Zeit. Und ich muss einfach sagen, vielleicht ist meine Community dafür einfach noch zu klein, dass das großartig an Aufmerksamkeit bzw. an Klicks generieren kann, so wie ich mir das vorstelle, Freunde. Und sag's einfach mal so, ihr könnt einfach mit diesem Projekt, was ich da so am Start habe, einfach noch nichts anfangen. Und deswegen werde ich die YouTuber, die ihr euch so wünscht, weil das ist meistens auf euren Mist gewachsen, Freunde, also irgendein Zuschauer schreibt mir dann irgendwie einen Anreiz dazu in die Kommentare und eventuell wird es dann immer was oder auch nicht, je nachdem, wie ich dann auch Bock darauf habe und was ich dann auch so an Bilder zur Verfügung habe der einzelnen YouTuber, Freunde. Und wenn ihr da einen Vorschlag habt, könnt ihr natürlich auch unten in die Kommentare wieder reinhauen, ist gar kein Ding, Freunde. Auf jeden Fall ist es im Moment so, dass ich einfach das Gefühl habe, ihr könnt mit diesem Do You Know Him Format nichts anfangen, Freunde. Und deswegen werde ich die nächsten YouTuber einfach wieder ganz normal hochladen als Tutorial. Und ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Und wahrscheinlich könnt ihr damit ein bisschen besser was anfangen. Und mal gucken, ob wir das dann in der Zukunft so als kleines Spezial immer so mit einbauen. Da werde ich euch dann so ganz langsam drauf einführen. Das dann so zwischendurch mal reinhauen, damit ihr das Ganze auch kennenlernen könnt und das eventuell dann auch eine Reichweite bekommt. Ich finde dieses Format eigentlich ziemlich nice, weil ich sag mal, wir haben ein Tutorial, wir haben etwas Unterhaltung, wir haben so ein kleines Ratespiel, wo ihr auch mitmachen könnt und da müssen wir einfach mal gucken, ob wir das in der nächsten Zukunft dann mal wieder so ein bisschen in dieser Schiene verpacken oder ob wir das einfach so als reines Tutorial, wo ich ein bisschen was zu laber, einfach so stehen lassen, Freunde. Und muss ich einfach mal gucken. Ihr könnt mir da auch natürlich auch wieder was in die Kommentare reinhauen. Ich werde die letzten Do You Know Him Videos einfach mal unten verlinken und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und könnt ihr mir mal sagen, was ihr so davon haltet und ob euch das Spaß machen würde, dass ich das so zwischendurch mal bringe oder ob ich dann halt die YouTuber-Embleme immer so bringen soll. Aber da müssen wir dann einfach mal gucken. Auf jeden Fall wird es jetzt in der nächsten Zeit erstmal wieder ganz normale Tutorials geben. Das heißt, ihr werdet sofort sehen, um wen es sich hier handelt und könnt da eine Bewertung da lassen, wenn ihr das Emblem nice findet oder wenn ihr das Emblem auch bei euch reinpacken wollt, Freunde, dann könnt ihr das natürlich auch tun, Freunde. Wie gehabt, könnt ihr dann einfach nur meiner Stimme lauschen, wie ihr wollt. Scheißegal. Ihr werdet schon das Beste daraus machen, Freunde. Und ich werde dann sehen, wie wir das Ganze in der Zukunft so weiter handhaben und weiter gestalten werden. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich wenig an Emblemen gemacht und so habe ich euch ja gerade schon erläutert einmal kurz und wird jetzt in der Zukunft auf jeden Fall wieder in Angriff genommen und ich hatte euch ja noch ein paar One Piece Embleme versprochen, da werde ich mich jetzt die Tage auch mal wieder dran setzen, dass da wieder was am Start kommt für die One Piece Leute und dann geht es weiter mit Dragon Ball Z und eventuell
dem einen oder anderen Manga noch für euch, Freunde, wo ihr dann so Bock drauf habt, hinterlasst es mir wieder in den Kommentaren und ich werde dann einfach mal so ein bisschen mir einen kleinen Überblick verschaffen und wenn mir was Gutes gefällt und dann werde ich das auch mal erstellen, Freunde. Und vielleicht kommt da mal so eine neue Serie mit rein, Freunde, die dann auch dauerhaft sich etablieren kann hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ja, da schauen wir dann einfach mal. Aber das liegt wieder an euch, Freunde, wie fleißig ihr daran rangeht und mir Kommentare schreibt, Anreize gibt, neue Ideen schafft und ja, zusammen kriegen wir da was richtig Geiles gedengelt und ich denke, ja, das kriegen wir dann schon so auf die Reihe. Hier habe ich noch übrigens ein kleines Kommentar an den Viscabasa. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich natürlich wieder ohne Fragen einfach hier ein Bildchen bzw. ein Banner als ja, Vorlage für dieses Emblem genommen habe und ist jetzt nicht das aktuellste Foto, Freunde, aber hat mir so am besten eigentlich gefallen und deswegen habe ich mir einfach gedacht, das machst du mal als Emblem, auch mit dem Logo im Hintergrund, so finde ich schon ziemlich nice und ja, ihr könnt mir dann einfach mal, beziehungsweise du kannst mir dann einfach mal sagen, ob das für dich in Ordnung ist. Wenn es nicht in Ordnung ist, Freunde, ich nehme das Video dann wieder runter und dann ist auch gut. Viscabasa wird an dieser Stelle auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Und ja, dann werden wir einfach mal schauen, was er davon hält, wenn er es überhaupt mal zu Gesicht bekommt, Freunde. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dafür seid ihr da, um das Ganze zu bewerten und zu kommentieren, Freunde. Ja, wie wird es hier in der Zukunft weitergehen? Ich habe noch einen kleinen YouTuber, beziehungsweise einen sehr, sehr großen YouTuber als Karikatur noch erstellt. Mal so ein bisschen farblich. Also jetzt nicht so richtig, aber so ein bisschen Farbe ist da mal mit reingekommen. Und ja, das werde ich dann jetzt auch die Tage einfach mal hochladen. Und ja, werde ich einfach mal gucken, wie euch das so gefällt. Und dann werden wir die nächsten Manga-Projekte auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das ist noch im Hinterkopf, Freunde. Das ist auf jeden Fall nicht vergessen worden von mir. Da werde ich mich auf jeden Fall noch ransetzen. Das könnt ihr mir auf jeden Fall mal glauben, Freunde. Ja, wie gesagt, also die Embleme, die ganzen Geschichten, die haben wir jetzt soweit abgehakt. Ja, in der Zukunft wird es noch so einige Streams geben. Auf jeden Fall werden wir da Division zocken und Black Ops 3, was anderes kann ich euch irgendwie nicht bringen, da habe ich selber keinen Bock drauf und ja, ich denke mal, bei The Division wird es wohl nicht so viel Nachfrage bei euch geben, sondern eher bei Black Ops 3 und da werden wir dann auch natürlich wieder mit den Abonnenten zocken, da seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen und bei The Division, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie ich das Ganze so gestalte, Freunde, ob ihr dann einfach nur zuschaut oder ob wir dann da auch die Abonnenten mit einladen, ja, einfach mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und ja, ob ich dann in der nächsten Zukunft auch noch Bock auf das Spiel habe. Im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus, aber wie gesagt, immer Zeit ist ein bisschen knapp und so ein paar Projekte hatte ich noch im Auge und deswegen ist auch die ganze Zeit nichts gekommen. Ich habe auch sehr, sehr wenig gespielt, habe ich ja gerade schon erzählt. So, das haben wir schon mal. Was habe ich noch als kleines Update? Das ist auch schon fast so ein kleines Update-Video hier. Auf jeden Fall gut als Emblem-Tutorial verpackt, Freunde. Ja, meine Frau hat mir auf jeden Fall, ich hatte ja vor so ungefähr einem Monat, vorletzten Monat hatte ich Geburtstag, Freunde, und da hat meine Frau mir eine Liglia Mini X geschenkt und da bin ich jetzt schon am Überlegen, ob ich da ja so den einen oder anderen Vlog zwischendurch mal raushaue, so in Real Life, wenn ich so ein bisschen unterwegs bin oder keine Ahnung, was ich so mache. Da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an so einem Kram Interesse habt und ob ihr da Bock drauf habt und ja, alles Weitere sehen wir dann, wenn ihr dem Ganzen zustimmt, Freunde, und wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns die Tage, Freunde. Als nächstes wird auf jeden Fall noch ein Real-Life-Emblem bzw. Karikatur eines YouTubers kommen und danach geht es dann erstmal weiter mit ein paar Manga-Emblemen und ja, Zuschauer, sei schon YouTuber und auch Anreize zu anderen Manga-Figuren könnt ihr mir oder Anime-Figuren könnt ihr mir dann auch in die Kommentare schreiben und bewerten, kommentieren. Nicht vergessen, Freunde, muss ich einfach nochmal darauf hinweisen, ganz wichtig für so kleine YouTuber wie mich, Freunde. Und ja, das 3000 Abo-Spezial liegt irgendwie auch schon in der Luft, ich kann es schon wieder riechen, Freunde, und da muss ich mir auf jeden Fall mal was, einfallen lassen, Freunde, weil das kann ja so nicht weitergehen hier, einfach ohne Spezial das Ganze so durchziehen. Oder ich warte einfach mal, bis ich wirklich mal es geschafft habe, die 5000 Abos zusammen zu bekommen und hau dann so ein richtiges Abo-Spezial raus. Da weiß ich noch nicht genau. Könnt ihr euch dann auch mal was überlegen, was ich da so machen könnte. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Dennis Spieß, Freunde.